Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Beim letzten Mal haben wir ein seltsames Labor untersucht. Und jetzt werden wir in dieses neu entstandene Loch springen. Yeah, das ist ein neuer Boss von uns. Chernabog. Oder Kernabog oder wie auch immer. Ich finde, das ist mal ein Boss, der richtig übelst aussieht. Ja, er kann sich in Flammen stecken. Immerhin hängt er ja in einem Vulkan, also ist auch nachvollziehbar, dass er sowas kann. Wir können ihn auch hier hinten im Nacken angreifen. Kommt er sowieso die meiste Zeit nicht ran? Na, was machst du jetzt gerade? Gar nichts. Durchgucken ist immer gut. Ja. Boah, ein bisschen Feuer. Jetzt können sie auch wieder mit angreifen. Während ich weiter auf ihn eindresche. Die Taktik wäre natürlich. Oder sagen wir mal so, die Taktik ist einfach bedeutend einfach. Bleibt einfach auf Abstand, wenn er irgendwas machen will. Ja, das kann er auch einen wegpusten, ist auch sehr nett. Da muss man nämlich wieder zurückfliegen. Naja. Und das war's mit Kernabog. Aber wirklich, die Musik, das Gegneraussehen, saugeil gemacht. Gruppenability Paragleiter erlernen. Paragleiter funktioniert wie Gleiter, ist nur schneller. So, jetzt kommen wir in diesen Vulkan, den er bewacht hat, rein. Fliegen können wir hier immer noch, von daher sehr praktisch. Ich kann sowieso nicht landen, immer so nebenbei erwähnt. Deswegen ist das hier im Prinzip reine Schikane, dass ich hier irgendwie durchfliege. Tja. Sieht doch nett aus hier. Jetzt wird's dunkler. Jetzt krieg ich Arm. Das ist ein Licht am Ende des Tunnels. Wuddidu. Würdet ihr mir glauben, dass ich den Behemoth nicht gesehen habe? Wow. Oh mein Gott. Donald spammt den ja voll. Unglaublich. Herrlich. Naja, ah, kommt runter. Da muss ich gar nicht hochgehen, das ist auch sehr schön. Boah, ein Schlag noch, dann ist auch dieser Behemoth hinüber. Ja, so viel dazu. Okay. Ein Teil schrumpelt weg. Oh Gott. Das ist ein Gegner-Rush. Wuppdidu. Sau schön. So war was anderes. Sonst gibt es immer Boss-Rush. Jetzt haben wir Gegner-Rush. Wuppdidu. Oh ja, in Viktoren. Ein Teil schon wieder weggeperlt.
Kann es sein, dass mich halt einer gerade mit dem Zug belegen wollte? Keine Ahnung. Ja, er will mich mit dem Zug belegen. Sieht man das jetzt? Ne, er macht voll Goofy, also kann ich das schlechter mal darstellen. Ich will eigentlich nur, dass du hochspringst automatisch, egal. So, mal Paragleiter zum zeigen hier, dass es Paragleiter gibt, definitiv schneller. Jetzt sollte ich aber auch langsamer anfangen zu treffen. Ich glaube, das könnte doch helfen. Das ist schon wieder gut. Also wenn die Dinger sich so anfangen zu drehen, sollte man eigentlich am besten hochspringen. Wird man dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht mal getroffen. NPCs können das halt nicht so gut. Ich persönlich kriegt, wenn, also ich muss sagen, wenn ich es mitkriege, dass ich davon betroffen bin, dann kann ich ausweichen. Ja, die Dinger geben auch Mithril. Aber ich will kein Mithril, ich will Sturmkristalle. Ha, jetzt habe ich zwei, ich brauche aber mehr. Ja, perfekt. Jetzt brauche ich noch 6 Stück. Während er so einen Flug belegen will, kann ich ihn schon mal töten. Also zumindest, also den Schatten versagen, ich bin der Viktor. Nee, geht leider nicht. Ich persönlich finde ja sehr cool, dass die Herzlose wirklich Engelsschwingen haben. Also engelsgleiche Herzlose, weil die sind herzlos, die töten. Töten, ja, gut, töten wird hier nie gesagt, aber sie verschlingen die Herzen der Leute und kommt immer gut, wenn ich mit Sprachfehler rede, so. Da. Den Fluch ausgerichtet, kein Ding. Also das hat er Fluch, das ist mir egal. Könntest du mal stehen bleiben? Ich brauche immer noch mehr Sturmkristalle. Kann ich unendlich lange kämpfen, das wäre schön. Ne, mal ehrlich, das wär echt schön. Ich hätte da nichts gegen. Ah, gut getimed. Ausgewichen und Gegner getötet. Also, das muss man erstmal machen. Könntest du jetzt bitte stehen bleiben, dass ich dich... Ich brauche mehr Sturmkristalle. Gib mir mehr Gegner. Was ist das? Ich will aber mehr Gegner. Gegner? Ich will mehr Gegner, damit ich mehr Gegner töten kann. Ja, Leute, das ist das Ende. Wie ihr seht, letzter Ruheort. Ja, komm. Letzter Ruheort. Hier endet das Spiel. Wenn ich durch diese Tür gehen würde, würde das Spiel enden. Das habe ich jetzt natürlich nicht vor. Ah, sehr schön. Gegner respawnen. Finde ich gut. Ich will die Items haben. Also ich will jetzt mal ein bisschen farmen, damit ich die restlichen Sturmkristalle bekomme. Damit ihr wirklich gegen Ende den Geschmack ultimativer Power kommt. Und ich sag euch, das wird ultimativ sein. Oh ja. Geht das immer? Komm hier jetzt. Ne, komm ne. Puffungis. Ja, diese Puffungis hier, das weiß ich noch, die machen alles. Also bei denen könnte man sich alle Meister holen. Ohne Probleme. Kommen hier immer wieder neue Gegner. Bitte, bitte. Oh, das ist perfekt. Das ist hier perfekt. Also das hier wird ein kürzerer Part, weil wir jetzt schon am Ende sind. Und geh weg. Ich werde also mir jetzt die Zeit nehmen. Achso, der wird ab. Auch nicht schlecht. Ich dachte, der liegt da betäubt. Ja, ungefähr so, betäubt in der Gegend rum. Ich werde mir also jetzt die Zeit nehmen, hier noch die ganzen Items zu farmen. Sollten ja auch nicht mehr so viele sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich mir die Zeitquests vorknöpfe von Kingdom Hearts.
dementsprechend bis dahin auf Wiedersehen. So Leute, ich habe noch auf die Schnelle alle Items sammeln können. Dementsprechend belohne ich euch jetzt noch in diesem Video mit der Schmiede, damit wir das auch schon mal hinter uns haben. So. Ich habe halt hoffentlich jetzt alle Items, bringe einen Haufen Items von der Reise mit Kupo. Willkommen Kupo, lasst uns schmieden. So, hier seht ihr immer, was ihr macht, was ihr an Materialien braucht, um etwas Bestimmtes herzustellen. Habt ihr es hergestellt, kommt ein Häkchen, mehr ist das im Prinzip auch nicht. Einfach nur klicken und fertig. So, ich habe 6 Items geschmiedet. Von 6. Jetzt haben wir mehr Auswahl. Wir können sogar Abilitamin schmieden. Engelsreif, Zauberring, Kämpferketten, Meisterringe. So. 12 von 12. Mega-Ether. Schutzengel. Schutzengel finde ich übrigens sehr cool. Wenn man jetzt also sich drauf anlegt, kann man sich hier echt übelst aufbauen. 3 Gestirne, was ich erst im letzten Dungeon gefunden habe. Auch nicht schlecht. Final Elixier, Kraftbolzen, Kriegerketten, Lifeguard-Ring. Was? Ich habe einen Luna-Kristall zu wenig. Interessant. Ich dachte, ich hätte alle. Huh. Ja, muss ich nochmal einen Luna-Kristall von einem Defender besorgen. Denn so komme ich, glaube ich, jetzt nicht weiter. Ne, mir fehlt also ein Luna-Kristall. Huh. Nicht ganz akkurat, was ich dann an Informationen hatte, aber egal. So, mal sehen. Ja, Zora lassen wir mal so. Wir haben jetzt doch noch eine Menge dazu gekriegt. Kardia-Wache zum Beispiel. Steigen erheblich. Kriegt dann er. Goofy. Hm. Goofy ist so eine Sache. Dalfgarn-Ring. Wäre eigentlich sehr gut für Donald zum Beispiel. Ein Gaia-Reif. Hat er noch mehr HP. Ja. Warum nicht ein Engelsreif auch noch? Und wenn wir schon dabei sind, ein Energiereif. Also Goofys HP, gut ab, sind sehr groß. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich habe irgendwo noch ein Luna. Was heißt irgendwo? Ich habe also noch ein Luna-Kristall vergessen. Das heißt, ich muss nochmal nach Hollow Bastion, um dort mir einen Luna-Kristall besorgen zu können. Das soll jetzt aber nicht eure Sorge sein. Ihr habt gesehen, wie das Schmieden funktioniert. Ich werde natürlich noch zeigen, wie ich die anderen beiden Items nochmal kreiere. Aber wie ich das Material jetzt besorge, das braucht ihr euch jetzt nicht an. Also, bis dahin, Leute. Tschüss. So, Leute, und nach einer unglaublich coolen Trainingsmontage bin ich wieder hier in der Schmiede. Ich habe jetzt, sollte jetzt genügend Luna-Kristalle haben. Lass uns schmieden. Kristallmitra. Geschmiedet. Ja. So, und jetzt müsste sich ein 25. Objekt darstellen. Ultima. Für Ultima habe ich definitiv genug Sachen. Dementsprechend haben wir jetzt eigentlich alles geschmiedet, was es hier zu schmieden gab. Soweit ich weiß. Ja. Und hier seht ihr nun Zoras ultimative Waffe, das Ultima. Feind alle nur denkbaren Kräfte, besitzt die höchste Durchschlagskraft. Maximum P steigen um 2. Ihr seht das Ultima. Es ist lang, es ist cool, es ist eine ultimative Waffe. Und dafür muss man schmieden. Und das Schmieden habe ich euch jetzt gezeigt, denn ich habe geschmiedet, wie in meinem Leben noch nie geschmiedet wurde. Dementsprechend verabschiede ich mich jetzt von euch, Leute, mit der ultimativen Waffe von Zora. Und wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder, wenn ich mir die Sidequests verknüpfe. Auf Wiedersehen und Tschüss, Leute.